Moin Leute, damit herzlich willkommen zum Test des Xplode Vulkan Gold, Freunde. Ich habe ja letztens schon den Silbervulkan getestet für euch, Freunde. Der hat auch, der hat sogar 10 Gramm mehr, Freunde. Der hat 50 Gramm NEM. Das Gold, ich bin eigentlich nicht so der Fan von Vulkan. Ich wurde ziemlich oft enttäuscht von denen. Deswegen hat sich dann irgendwann mal das Ganze abgewürgt. Und ich will aber den Xplode Vulkan auf jeden Fall eine Chance geben. Für 2,50 Euro bei Pyroland erworben. Finde ich ziemlich geil, da sind wir gleich dran. Finde ich ziemlich geil auf jeden Fall die Teile. Für 2,50 fand ich schon ziemlich interessant, aber sollen glaube ich auch nur so eine Größe haben. Das restliche ist einfach nur zum Design halt da. Naja, geht ja voll klar. Ist sogar hart hier unten. Und was der Xplode Gold Vulkan drauf hat, das sehen wir jetzt gleich, Freunde. Für 2,50 Euro spricht er mich auf jeden Fall ziemlich an. Und mal gucken, ob er sich mit dem Bugano Vulkan irgendwie in einem ganz kleinen Vergleichen lässt, Freunde. Ich bin gespannt und dann würde ich sagen, gehen wir raus und testen den Vulkan Gold von Xplode für euch. Viel Spaß. So, Freunde, jetzt für euch hier im Test der Xplode Gold Vulkan. Mal gucken, wie das Ding ist. Oh. Ganz schön, ne? Oder die Pyro, schönes Gold. Ja. Lecker, perfekt. Das ist gefällt vor allem, aber erst gleich aus. Ui. Für 2 Euro, ne, ist es okay. Ja, nettes Teil. Für 2 Euro geht's voll fit, Freunde. Auf jeden Fall klare Kaufempfehlung. Xplode Gold Vulkan. So, Freunde, jetzt Xplode Gold Vulkan. Nochmal hier für euch im Test. Naja, also auf jeden Fall für 2 Euro ist okay.